Und es ist mal wieder Zeit für eine Runde Project Zomboid. Ja, in der letzten Folge haben wir unseren ersten Zombie gekillt und haben uns ein bisschen am Crafting versucht, mehr oder weniger. Irgendwie habe ich das noch nicht so ganz raus, aber vielleicht kommt das ja noch. Im Moment ist es Abend. Ich weiß gar nicht, kann mich gar mehr erinnern, ob wir in der letzten Folge so lange geschlafen haben? Ne, ich glaube nicht. Ne, wir hatten noch gar nicht geschlafen. Wir hatten nur hier rumgeguckt. Und ein bisschen versucht. Hin und her. Können wir jetzt... Na gut, wir haben noch ein bisschen Zeit bestimmt, bevor er müde wird. Können wir eigentlich nochmal versuchen. Warte mal, ich pack das Zeug gerade mal hier rüber. Was können wir noch dahin packen? Oh, wir haben sogar noch Whisky. Whisky, Whisky. Haben wir nur zur Hälfte getrunken. Und ich dachte, er trinkt gleich die ganze Pulle auf. Huch, die ganze Flasche auf einmal aus. So, haben wir denn hier irgendwo mal einen Kochtopf? Ich glaube nicht, ne? Sieht schlecht aus. Ja. Schade. Dann wird das jetzt erstmal doch nichts mit dem Kochen. Gut, die haben wir noch. Schüsseln mit Wasser haben wir auch noch. Ich gucke nur gerade, wie es um die Getränke bestimmt ist. Und dann packen wir die Karotten einfach da rein. In das Regal oben können wir auch noch gucken. Ja, ist aber auch nichts drin. Damit können wir wahrscheinlich noch nicht so viel machen. Aber trinken wir erstmal ein Schlückchen aus dem Wasserhahn. Wasserhahn. Und irgendwie... Was können wir jetzt noch machen, außer hier rumzugammeln die ganze Nacht? Haben wir noch ein Buch zu lesen? Nee, ne? Haben wir auch alle gelesen. Drücken wir gerade C. Bin ja gespannt, wenn wir hier eine Stufe aufsteigen, wie das dann mit dem Skillen abläuft und so weiter. Hä? Immer noch hell? Warte mal. Wir gucken einfach mal vor der Tür. Okay, nee, das ist nur das Licht vom Haus. Okay. Wir bleiben doch drinnen. Und beschäftigen uns mit, weiß ich nicht, mit Golf spielen. Wie wär's mit Golf spielen? Ein Spaß für Groß und Klein, perfekt. Nee, was machen wir denn? Ah, wir haben das, den blöden Kochtopf natürlich auch nicht mitgenommen. Ne? Und irgendwie muss man den doch nageln können. Den blöden Knüppel hier. Aber wie? Verdammt. Wie soll das gehen? Ich weiß es nicht. Geht das jetzt mit dem? Nö, den können wir nur reparieren. Ausziehen, ablegen. Das ist etwas doof. Weil ich es wirklich nicht verstehe. Weil mit Hammer und Nägeln kann man, soweit ich gelesen habe, das gute Stück mit Nägeln versehen, aber vielleicht muss man dafür erst Tischlerei gelernt haben oder so. Keine Ahnung.
Rüsten mal primär aus. Vielleicht funktioniert ja das. Nein. Und dann vielleicht die Nägel sekundär. Und dann... Ha! Jetzt funktioniert's. Dann nehmen wir uns mal einen. Und... beklopfen den mal mit Nägeln. Vielleicht unseren schon etwas kaputten. Ja, wir nehmen den schon etwas kaputten. Und zack. Baseballschläger mit Nägeln. Macht 2,5 mehr Damage, glaube ich. Ja. Hält aber dafür wahrscheinlich weniger aus. Er hält weniger aus. Equip in both hands. So, jetzt haben wir den Hammer hier drin, den würde ich aber gerne wieder da drin haben. Und die Nägel sind verbraucht? Nein. Okay, wir haben ihn mit einem Nagel versehen, den guten Baseballschläger. Und ich will ständig Escape drücken. Und ich frage mich, warum unser komischer Typ jetzt hier nicht müde wird. Warum wird er nicht müde? Naja, durchwühlen wir etwas den Müll und finden ein Brett. Cool. Cool, cool. Ich bin am Überlegen, ob wir uns wirklich hier oder nebenan unsere erste kleine Basis erschaffen. Bin ich wirklich gerade am Überlegen. Dann könnten wir die nämlich ganz cool... Warte mal, ich versuch das gerade mal. Ob das auch funktioniert. Dann nehmen wir das Brett in die Hand. Und können es irgendwie nicht... Hammer. Sekundär. Bauen. Ah. Tür, Holztür. Möbel, Tisch. Cool, cool, cool. Holzsäule. Also man könnte sich ja auch wirklich ein kleines Haus bauen. Ist ja geil. Echt. Echt witzig. Die Sekundär und... Wo ist der Hammer? Hammer, Hammer. Im ersten wahrscheinlich wieder. Ja. Und jetzt können wir die Tür verbarrikadieren. Cool, cool. Aber als erstes sollten wir vielleicht mal den Kühlschrank leer futtern. Oh, und ich habe wieder Frösche im Hals, ey. Alles essen. Bananas. Die essen wir auch. Immer rein damit. So. Wir legen das Brett mal hier hin. Passt das da rein? Ja. Baseballschläger mit Nägeln. Equip in both hands. Jawohl, Hammer machen wir auch wieder darin. Nägel. Okay. Die wiegen anscheinend so oder so nichts. Können wir die im ersten lassen. Und dann gehen wir eine Runde pennen. Wenn ich die Tür zukrieg. Schlafen. Ja, wollen wir. Mal gucken, wie lange heute pennt. Ich muss mal einen Schluck trinken, ey. Stoße ich schon gegen das Mikrofon. Guten Morgen. Ja, da sind wir wieder. Oh, ey. Leute. Nur schickt's aber.
So, ein neuer Tag, ein neues Glück. Das Haus merken wir uns am besten mal, obwohl da oben... Ne, von da oben kommen wir, glaube ich. Das ist nämlich eigentlich schon ziemlich nett zum Wohnen. Besonders, wenn wir vorne haben wir auch noch schön viel Platz, können irgendwann Pflanzen anbauen, also unsere schönen Samen, die wir hier haben, können wir Erdbeeren und Tomaten pflanzen. Denn irgendwann, wenn man lang genug überlebt hat, sollte man anfangen, Sachen anzubauen, denn ab einer bestimmten Zeit fällt hier in der kompletten Stadt der Strom aus. Das heißt, alle Sachen, die in Kühlschränken sind, verderben dann. Und man kann sich entweder nur noch durch Konserven ernähren oder man baut eben an. Was man irgendwann dann so oder so tun muss, weil es einfach nichts mehr zu essen gibt. So, ups. Warte mal, ich will gerade nochmal überlegen, wie ging... So ging das... Da haben wir eine etwas bessere Weitsicht. Aber ich habe das Gefühl, dass hier im Wald nicht sonderlich viel passiert. Deshalb folgen wir doch lieber mal den Straßen. Das kann man sich auch weitaus besser merken, damit wir auch wieder zu dem Hütchen irgendwann zurückfinden. Da war die Alarmanlage drin. Aber da würde ich eigentlich auch gerne... Nee, obwohl da unten sind auch noch Häuser. Aber... Da ist auch ein Zombie. Jetzt habe ich mich wirklich ernsthaft erschrocken. Ich habe mich gerade wirklich erschrocken vor diesem scheiß Zombie. Hallo? Schlafst du mal? Und ich glaube, er hat uns erwischt. Nee, doch nicht. Ach, man kann die auch looten. Witzig. Kann man so nackig machen. Aber nein. Nein, nein. So, ich guck mal gerade. Okay. Da steht die Alte einfach hier im Wald rum. Und ich glaube hier oben... Ach, das ist diese Bungalow-Siedlung. An die kann ich mich auch noch erinnern. An die erinnere ich mich noch. Da startet man auch ab und zu. Und da hängen meistens auch Zombies drin ab. Wie jetzt... Hier muss doch einer drin sein. Ich hab's doch gerade gehört. Ja, wahrscheinlich. Oder kommt uns jetzt gleich hier einer besuchen? Zombie? Zombie? Gut, sparen wir uns die Hütte. Gucken wir in die nächste. Und etwas vorsichtiger in die Weite sehen wir auch. Okay, dann machen wir doch einfach mal... Hier hängt wahrscheinlich auch einer dran ab. Kann ich die öffnen? Ja, kann ich. Sehr schön. Ja! Na komm schon. Sieht so witzig aus. Sieht aus, als würde er... sein Geschlechtsteil an der Häuserwand reiben. Aber irgendwie... geht das Fenster hier nicht zu öffnen. Ich glaube, wir nehmen das. Geht das zu öffnen? Ja. Und es hat keine Alarmanlage. Sehr schön. Fenster zu, fülle Wasserflasche. Trinken wir gleich nochmal.
Und gucken, was wir hier haben. Badetuch, Laken, Zahnpasta. Kann man sich nicht ernsthaft dann die Zähne putzen mit der Zahnbürste und der Zahnpasta? Macht ihn bestimmt glücklich. Denn ein gepflegter Mund ist das A und O. Gürtel, kann man damit irgendwas machen? Keine Ahnung. Jojo. Schlaftabletten. Auch immer gut. Die sacken mal ein. Und irgendwas klopft, glaube ich, hier irgendwo an der Tür. Hört sich zumindest so an. Was haben wir da? Nägel. Dosensuppe, Gabel. Aber leider auch kein Kochtopf. Vielleicht hier. Erdnussbutter. Super. Oh, ich stoße hier die ganze Zeit gegen das Mikro. Ey. Was ist denn los? Teekessel. Noch mehr Erdnussbutter. Meine Güte, können wir uns wochenlang hier von Erdnussbutter ernähren? Oder von Bohnen aus der Dose? Okay. Gut, hier ist ja jetzt noch nicht so viel. Schade, dass wir keinen Kochtopf haben. Hätte ich ja zu gerne probiert. Nochmal mit dem Kochen. Okay, da sind 1, 2, 3 ganz viele. Das könnte böse. Ja. Ja, ja, ja. Könnte nicht nur wird mit Sicherheit böse enden. Da unten ist einer. Okay. Gut, dass die auf offenem Feld sind, da kann man sie gut erkennen. Jetzt kriegen wir langsam Hunger. Weißt du was? Haben wir nicht noch irgendwas, was verderblich ist? Karotten zum Beispiel. Oder den Pullover, können wir auch essen. Okay. Weiter im Text. Gut, den einen könnten wir schaffen, aber ich hoffe, wir locken dann nicht andere Zombies an. Wir testen es einfach mal. Dann schleichen wir uns nämlich hier unten lang. Könnten natürlich auch erstmal testen, ob uns... Ja, okay. Wir können uns an ihm vorbeischleichen. Ist das ein... Also gibt es den Schleichskill noch? Ja, leichtfüßig. Super, hier gibt es sogar noch. Den gibt es noch. Aber hier ist echt ein ganzer Haufen Zombies, ey. Ich gehe mal hier rüber ins Gras. Und ich will nur ungern sterben. Bitte, bitte nicht, bitte nicht. Okay. Aber das Schleichen bringt es anscheinend schon. Nur doof, dass es jetzt schon 16 Uhr ist. Und wir eigentlich mal irgendwie eine Hütte suchen müssten. Ah, okay. Ich erinnere mich, der hat uns jetzt gesehen, glaube ich. Ich will jetzt auch nicht hier draußen schlafen müssen, ey. Da unten ist noch einer.
würde ich gerne rein. Gut, schnappen wir uns erst den da unten. Falls jetzt nicht hier gleich einer aus dem Gebüsch gesprungen kommt, was ich nicht hoffe. Und irgendwie konnte man auch den Schlag aufladen von dem Kerl. Gut, ich glaube, das hat er jetzt gerade selber gemacht. Gut, da sind noch zwei. Schnappen wir uns... Doch, drei. Kommt der da unten auch angehampelt? Nein. Sieht nicht so aus. Bitte nicht. Da ist er. Jawohl. Okay, wir gehen richtig ab mit dem Baseballschläger, ne? Also der macht schon ordentlich was her. Und er hält auch eigentlich... Ja, nee, hier haben wir ihn, ja. Okay, er hält auch eigentlich was, ordentlich was aus, also kann man sich jetzt auch nicht beschweren. Ich merke, wenn ein Zombie kommt, leckt das Spiel auch so ein bisschen. Das ist nicht so schön. Das ist wahrhaft nicht schön. Denn ein kurzer Leck kann den Tod bedeuten. Also wenn uns da echt so ein Zombie auf den Fersen ist, oder wir nur einen angreifen, da steht einer drin, hier war auch noch einer. Den packen wir uns. Komm her. Jawohl. Okay, also so einzeln gehen die schon, also da... Okay, der klopft hier gegen die Scheibe. Dann kommen wir von dieser Seite. Zack, und dann packen wir uns den Sack hier. Bam und... Bam, das war's. Ja, tot. Okay, dann bleiben wir heute hier. Fenster zu, Laken dran. Ich glaube, die reißen wir morgen einfach wieder ab. Und nehmen sie mit. Haben wir noch eins? Schade. Es ist keines mehr da. Okay, gucken wir uns erstmal um. Auf den Toiletten des Todes ist auch keiner. Was gibt's hier Feines? Ein Rasierer und Reinigungsmittel und ein Kamm und Vitamine. Vitamine können eigentlich auch nicht schaden. Ein Kamm, ja, Wahnsinn, brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Können wir hier die Wasserflasche wieder füllen und ein bisschen trinken. Und dann haben wir auch schon wieder... Eine Nacht überstanden, vielmehr einen Tag. Wir looten jetzt hier noch zu Ende. Okay, hier gibt es kein Licht. Doch. Okay, wir gucken mal. Aber ich glaube, das Licht hat er deshalb nicht an, weil wir da unten keinen Laken angebracht haben. Deshalb hüpfen wir jetzt hier im Dunkeln rum. Und hier gibt es ordentlich zu essen. Mmh, leckere Remoulade. Und ein Mülleimer mit einem Lolli. Den wollte ich eigentlich Essen nicht einstecken. Essen, alles. Und da wird er auch müde. Und was haben wir da drin? Nichts. Und die zweite Etage gibt's auch noch mit einem Zombie. Hallo, stirbst du mal? Das war dumm. Das war sehr dumm.
Denn jetzt haben wir Krach gemacht. Alter, wie viele Zombies sind denn hier? Ich hoffe, man sieht die. Das war jetzt wirklich dumm. Ich sehe nix. Ich sehe wirklich nichts. Oh, Scheiße. Wir pennen jetzt einfach hier drin. Scheiß auf die Zombies. Warte mal, wir können ja, können wir die Tür verbarrikadieren? Nee, wir riskieren es einfach und schlafen jetzt hier. Ganz einfache Sache. Und hoffen, dass wir am nächsten Morgen noch leben. Das machen wir jetzt in der Folge noch. Die finden uns nicht da drin. Die finden uns nicht. Und wir entkommen jetzt ganz locker lässig hier. Aber wir entkommen erst in der nächsten Folge. Also, bis dann. Tschüss.